Okay, das ist ein Vortrag, der irgendwie bei mir schon länger auf der Halde liegt und den ich jetzt aber für heute einfach mal dachte, ich mache ihn fertig und halte ihn. Ich habe vor über 3 Jahren mal Stammzellen gespendet und ich wollte euch erzählen einfach, wie das so abläuft und was das überhaupt ist. Ja, das Thema begann für mich mal. Ach so, genau, ich habe noch Fragen am Anfang. Wer von euch hat einen Organspendeausweis dabei? Das ist sehr erfreulich, ja. Das wäre ganz optimal. Das ist schon mal ziemlich cool. Und wer von euch ist registriert als Stammzellspender? Tatsächlich. Das sind auch ein paar, das ist schon ziemlich cool. Und für die restlichen von euch, vielleicht kann ich es schaffen, euch zu überzeugen mit diesem Vortrag, euch da mal für zu registrieren. Du darfst nicht. Okay, müssen wir gleich nochmal drüber reden, ja. Genau, und hat irgendjemand von euch ein Problem mit Spritzen und Blut und so, dann vielleicht müsst ihr euch überlegen, ob ihr in der zweiten Talkhälfte rausgeht. Ich habe keine miesen Bilder oder sowas, glaube ich, aber ja, genau, es kommt vor. Okay, genau, ich wurde aufmerksam auf das Thema überhaupt mal durch einen Tweet von Mecha-Gecko 2012, der sich da so ein Typisierungsset bestellt hat. Und ich dachte, Mensch, stimmt, das ist eine gute Idee, das mache ich auch. Was man da tut im Wesentlichen ist, man geht auf die Webseite der DKMS, das ist die Deutsche Knochenmark-Spendendatei, klickt da auf Spender werden, auf diesen grünen Knopf und dann muss man so ein paar Fragen beantworten. Man muss irgendwie in Deutschland wohnen, damit die einen in ihre Datenbank aufnehmen. Dann fragen sie, ob man schon registriert ist bei einer anderen solchen Datei, weil es keinen Sinn macht, sich dann mehrfach einzutragen. Die sind alle miteinander vernetzt weltweit. Ja. Genau, Geburtsdatum. Sie nehmen Spender zwischen 17 und 55, ne, da oben steht das. Das hat hauptsächlich den Grund, dass ihr selbst irgendwie, also dass Leute, die außerhalb dieses Altersbereiches liegen, geschützt werden vor Risiken irgendwie, weil halt man jetzt über sehr junge oder ältere Menschen nicht so genau weiß, wie gut die Spende vertragen. Genau. Und genau, nach chronischen Krankheiten wird gefragt. Da gibt es so eine Liste, da kann man auf diesen Link klicken und sich das mal angucken. Ne, das sind verschiedene Sachen irgendwie, wenn man zu wenig wiegt zum Beispiel oder zu viel, das ist auch eher so zu eurem Schutz. Ja, Kreislauferkrankungen, Stoffwechselstörungen. Die meisten sind so zum Schutz des Spenders irgendwie. Klar, Geschlechtskrankheiten werden überprüft. Es ist auch seit 2 Jahren so, dass tatsächlich, also vor 2 Jahren gab es noch so diese Risikogruppen, ne? Wo dann gesagt wurde, irgendwie, die haben ein erhöhtes Risiko, Geschlechtskrankheiten zu haben oder sowas irgendwie. Also homosexuelle Menschen oder Sexarbeiter oder ich glaube Insassen von Gefängnissen, genau. Die waren dann ganz ausgeschlossen von der Spende. Ich glaube, bei Blutspenden ist es nach wie vor auch so, aber bei Stammzellspenden ist es inzwischen aufgehoben und jeder darf das spenden. Das funktioniert dann, glaube ich, so, dass dem Patienten das vorher mitgeteilt wird, ne? Der kann dann irgendwie nochmal mit seinem Arzt darüber sprechen, dass er da, dass sein Spender irgendwie aus so einer Risikogruppe stammt, aber registrieren darf man sich auf jeden Fall trotzdem. Genau. Wenn ihr dabei irgendwas nicht sicher seid, ob das auf euch zutrifft, ruft ihr diese Telefonnummer oben an und besprecht das. Genau. Schließlich fragen sie nochmal genau Körpergröße und Gewicht ab, irgendwie, ob man da außerhalb der Rahmenwerte landet und so. Und wenn das alles passt, kann man Spender werden und füllt dann im Wesentlichen eine kleine Tabelle aus, wo man die Adresse reinschreibt und dann kriegt man so ein Kit zugeschickt. Na, ich habe genau ein Foto davon, das ist ganz unspektakulär eigentlich. Man hat so zwei Wattestäbchen, die man einmal irgendwie im Mund rumschwurbelt und in so eine Pappverpackung packt und wieder zurückschickt. Genau. Okay, an dieser Stelle, worum geht es da überhaupt? Also, Blutkrebs steht da schon auf diesem Flyer, ne? Auch bekannt als Leukämie. Die Patienten haben das Problem, dass ihr blutbildendes System von Krebs befallen ist. Das ist untergebracht innerhalb der Knochen tatsächlich. Ne? Das ist das Knochenmark, das bildet Blutzellen aus. Und wenn das von Krebs befallen ist, dann sind diese Blutzellen halt irgendwie deformiert oder funktionieren nicht richtig. Und das führt sowohl dazu, dass Sauerstoff nicht richtig transportiert wird, als auch dazu, dass halt Krankheiten nicht richtig bekämpft werden können. Und das ist ein großes Problem, wenn man das nicht behandelt wird. Insofern ist es dann möglich, bei diesen Patienten tatsächlich ihr eigenes blutbildendes System zu zerstören, gezielt durch Chemotherapie oder Strahlentherapie. Und dann diese Stammzellen, die da in dem Knochenmark sitzen, zu ersetzen durch Gespendete, die nicht von Krebs befallen sind, die dann funktionieren. Ne? Und dann wächst das dort wieder an. Und genau, ab da wird wieder
gesundes Blut gebildet quasi. Zu allem, was ich sage, muss ich natürlich sagen, ich habe davon nicht besonders viel Ahnung, ich bin kein Arzt. Es kann alles falsch sein, was ich euch erzähle, aber ich versuche es so gut zu erzählen, wie ich es verstehe. Genau. Okay, also das ist dieser Registrierungsablauf, das habe ich gemacht. Habe ich irgendwie eine Mail gekickt, ich glaube so 2 Monate später. Ich wäre jetzt in den Datenbanken eingetragen und so. Okay. Dann habe ich ungefähr ein Jahr nichts gehört von denen. Und dann bekam ich sowohl eine SMS als auch einen Anruf, dass sie irgendwie einen Patienten hätten, wo es so aussähe, als wäre das ein als wäre ich ein passender Spender für diesen Patienten. Also das Problem, das da besteht, ist, dass es so bestimmte Gewebetypen gibt irgendwie bei diesen Zellarten. Und die müssen gut zueinander passen, sonst werden die gespendeten Zellen abgestoßen vom Patienten und nicht angenommen. Und das ist halt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es gut passt. Insofern ist dieser Schritt, dass das passiert, schon ein sehr unwahrscheinlicher. Ich glaube, da wurde gesagt, die Übereinstimmung wäre irgendwie 80%ig oder so, wo ich auch nicht genau weiß, worum es da geht. Aber ja. Und sie hatten auch andere Spender angeschrieben. Da gibt es dann so eine Queue, die aber nicht sichtbar ist irgendwie für die Spender. Und irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich Spender würde, läge bei 10%. Und was dann passiert ist, dass man zum Hausarzt geschickt wird für so eine Bestätigungstypisierung. Da heißt, da wird einem ein bisschen Blut entnommen. Man kriegt so einen Brief, den man dann zum Hausarzt mitnimmt, wo ganz genau drinsteht, irgendwie, was die brauchen von einem. Die nehmen ein bisschen Blut ab, irgendwie schicken das dann an die Labore der DKMS und dann überprüfen sie dann nochmal genau den Gewebetyp, den es gibt, ne? Weil man das aus dem Speichel offenbar nicht so exakt machen kann oder einfach nochmal, um False Positives auszuschließen oder so. Bestätigen sie das? Genau. Genau, dann dauerte es, ja, okay, irgendwie über einen Monat, bis ich diese Mail kriegte. Sie hatten irgendwie das Blut erhalten und hätten es überprüft. Und ja, ihre Gewebemerkmale stimmen mit dem des Patienten überein und ich wäre ein geeigneter Spender. Ich wurde gebeten anzurufen, um zu besprechen, wie es weitergeht. Genau, an dieser Stelle muss man sagen, wenn ihr tatsächlich als Spender in Frage kommt, ab diesem Zeitpunkt übernimmt die DKMS alles für euch. Ne? Also man hat einen persönlichen Ansprechpartner irgendwie, der bei Problemen für euch da ist, der euch Zugfahrten bucht und Unterkünfte irgendwie, wenn es darum geht, in anderen Städten in Entnahmekliniken zu sein und so. Das habe ich als sehr angenehmen Prozess empfunden tatsächlich. Da muss man sich überhaupt keine Gedanken drum machen. Auch irgendwie, es gibt Zahlungen für Zahlungsausfälle irgendwie auf der Arbeit und so. Zu dem Zeitpunkt habe ich studiert, insofern war das nicht von Relevanz, aber da kümmern sie sich drum. Genau. Gut, genau. Voruntersuchung war dann das, was passierte. Die DKMS hat 2 Labore, wo das durchgeführt wird. Die eine ist in Dresden, wo ich war. Die andere ist, glaube ich, in Potsdam. Und ich wurde dann nach Dresden geschickt. Ne? Also mir wurden Züge gebucht tatsächlich irgendwie und ein Hotel in der Stadt. Und was bei der Voruntersuchung passiert ist, dass man einen riesengroßen Fragebogen ausfüllt, wo irgendwie nochmal alle möglichen Risiken abgeprüft werden. Man wird auf Herz und Nieren untersucht irgendwie, ob es einem selbst gut genug geht, dass man die Spende, dass da keine Risiken bestehen. Zum Beispiel wird tatsächlich die Milz irgendwie genau angeguckt, weil bei dem Prozess, der dann folgt, die Milz ein bisschen wächst. Und da gucken sie halt, dass die nicht schon groß genug, also zu groß ist, als dass es da irgendwelche Probleme gibt oder sowas. Das wird da gemacht. Und das wird halt nochmal genau besprochen, was dann als nächstes passiert. Genau, es gibt nämlich 2 Prozesse, wie man diese Stammzellen entnehmen kann einem Menschen. Die eine Möglichkeit ist, man gibt ihm ein Hormon, das heißt GCSF. Das ist ein Hormon, das ausgeschüttet wird eigentlich, wenn ihr krank werdet selber, ne? Wenn ihr eine Erkältung habt oder sowas. Und das sorgt dafür, dass die Stammzellen ins Blut ausgeschwemmt werden. Ne? Die sind normalerweise im Knochenmark und dann kommen sie ins Blut irgendwie, um schon mal an Ort und Stelle zu sein, quasi, um, wenn sie sich dann umwandeln in echte Blutzellen, um den Krankheitserregern gegenüberzustehen, quasi. Und das sorgt halt dafür, dass große Mengen davon ins Blut kommen und dann kann man das Blut filtern, quasi, und die daraus gewinnen. Das ist so die einfache Möglichkeit. Die andere ist, wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht oder nicht funktioniert, dass man tatsächlich in Vollnarkose gesetzt wird und sie dann am Beckenkamm, also so seitlich an der Hüfte, ein Loch machen quasi und ein bisschen Knochenmark raussaugen. So. Das ist eine sehr kleine OP. Beide Verfahren haben kein besonderes Risiko oder sowas. Das ist schon
sehr oft gemacht worden und wird immer sehr gut begleitet irgendwie und untersucht, was da so, ob es da irgendwelche Spätfolgen gibt oder sowas. Und tatsächlich ist da bisher nichts bekannt. Genau. Und wenn es irgend möglich ist, dann wird halt dieses Verfahren gewählt. Ne? Insofern kriegt man da so ein Medikament mit. Genau, das ist dann so eins der Packungen irgendwie, was da drin ist. In diesen kleinen Glasbehältern ist das in getrockneter Form. Ist irgendwie sind so Wasserampullen bei, dann kriegt man da Spritzen bei irgendwie, dann nimmt man da, nimmt man Wasser auf, löst da dieses Hormon mit auf und spritzt sich das dann irgendwie ins Gewebe am Bauch, so, ne? So wie ich mir Insulinspritzen vorstelle ungefähr. Genau. Diese Spritzen sind irgendwie 1,5 Zentimeter lang oder sowas. Das ist, also man kriegt die mit und macht das dann bei sich selbst tatsächlich, ne, zu Hause irgendwie in den 5 bis 6 Tagen vorher. Hat mich definitiv Überwindung gekostet, das erste Mal zu machen. Aber da gewöhnt man sich auch ganz gut dran eigentlich. Also man macht halt so eine Hautfalte irgendwie und bereitet diese Spritze vor und drückt sie rein und tut das dann langsam irgendwie in den Körper. Das drückt und brennt ein bisschen irgendwie, aber ich fand es auszuhalten eigentlich. Genau, das macht man 2-mal am Tag. Psychische Hürde ist größer, ja. Ja, genau. Also so in den 5 bis 6 Tagen vor der Entnahme der Stammzellen dann tatsächlich wird das gemacht. Dieses Hormon hat eine Nebenwirkung und zwar fühlt man sich so, als hätte man eine starke Grippe im Körper. Das war ein sehr interessantes Gefühl. Also irgendwie die Nase läuft nicht oder sowas, aber irgendwas, aber man hat Gliederschmerzen und irgendwie so ein Ziehen im ganzen Körper, das ist, ja, merkwürdig. Habe ich so noch nie empfunden. Das setzt ein ungefähr 2 bis 3 Tage, nachdem man damit anfängt. Das ist ja spannend. Das würde ja bedeuten, dass gar nicht die Grippeviren diese Scheißgefühle auslösen, sondern deine Immunreaktion auf die Grippe. Offensichtlich, ne? Genau. Ah, das ist ja. Meistens der Fall. Bestimmt auch eine Kombination aus beiden, aber genau, ja. Also die Immunreaktion ist meistens der Grund, warum du dich krank fühlst. Deine laufende Nase ist ja dein Immunsystem und nicht die Krankheit, die du hast. Ja. Ja, ich weiß nicht auch. Genau, ja. Okay, und was noch zu gleichem Zeitpunkt passiert, ist, dass halt beim Patienten tatsächlich sein eigenes krankes blutbildendes System zerstört wird. Ja. Das ist so ein kritischer Punkt auch, ab dem dann nichts mehr schief gehen sollte, weil er halt dann irgendwie für die Tage völlig ohne Immunsystem lautet. Ich glaube, er wird dann untergebracht in so einem abgeschotteten Reinraum quasi irgendwie, wo auch keine Menschen mehr rein dürfen, damit das Risiko minimiert wird, dass dieser Mensch irgendwie sich ansteckt bei anderen Menschen mit Krankheiten, ne? Weil er sich da halt in dem Stadium schlecht gegen wehren könnte. Ja. Wenn da jetzt beim Spender was dazwischen kommt, entweder kein Bock oder selber krank geworden oder irgendwas. Oder läuft von der S-Bahn. Irgendwas. Ja. Was passiert dann mit dem anderen? Dann stirbt der Patient. Also, ich kann nicht ausschließen, dass sie noch andere Patienten, andere Spender so in der Warteschlange haben quasi, die sie dann notfalls noch irgendwie kontaktieren würden und versuchen, das noch so schnell es geht durchzuziehen. Halt so per Beckenmarkentnahme oder sowas. Ne? Weiß ich aber nicht. Ist auch die Frage, ob es andere Spender gibt überhaupt, die geeignet wären, ja, zu dem Zeitpunkt. Also tatsächlich, wenn ich vor die S-Bahn gelaufen wäre, wäre es wahrscheinlich schlecht gewesen, ja. Für uns beide. Ja. Okay. Genau, dann ist irgendwie, wird halt ein Tag ausgemacht und Zugtickets werden gebucht, in dem Fall wieder nach Dresden. Die haben dann da so einen Raum für, also mit so 4 Liegestühlen quasi, wo auch tatsächlich 3 andere Spender da waren an dem Tag. Oh Mann, ich habe ein Foto, genau. Und reingesetzt wird irgendwie hübsch mit Kissen ausgekleidet, dass es möglichst bequem ist irgendwie. Genau, kriegt man Kanülen in beide Arme irgendwie, wo das Blut rausgezogen wird und dann geht es durch die Maschine und geht auf der anderen Seite rein quasi. Also wie so eine Plasmaspende. Es ist, genau, im Grunde ist es so ein dialyseartiges System. Ne? Das Blut wird da einmal komplett durchgezogen, landet da in der Zentrifuge irgendwie und dann versuchen sie halt, die Bereiche des Blutes rauszutrennen, wo die Stammzellen drin sind. Und die heben sie dann auf, genau. Was passiert dann noch? Man kriegt so einen kleinen Gummiball in die Hand, auf den man rumkneten soll irgendwie, damit der Blutfluss gut am Laufen gehalten wird. Da hängen diese Topfsäcke oben. Da ist sowas ähnliches drin wie Zitronensäure, glaube ich, was als Ringungshemmer benutzt wird. Und Kochsalzlösung, um
das verlorene Blutvolumen auszugleichen, ne? Quasi, damit ich nicht selber irgendwie meine Adern an Volumen verlieren, während das in der Maschine ist. Genau. Wie ist nochmal? Ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie viele Stammzellen im Blut gelandet sind bei den Personen tatsächlich. In meinem Fall ungefähr na so 2,5 Stunden oder sowas. Das war, glaube ich, schneller als bei vielen anderen. Die machen einem dann DVDs an irgendwie, das ist eigentlich ganz nett. Irgendwie kann man da Filme gucken, oben in der Ecke so. Ja. Und so. Ja, also das war ein Teil, der mich nicht so gestört hat, tatsächlich, nö. Ab und zu piept diese Maschine und sagt irgendwie, es ist Luft ins System gekommen, dann müssen sie irgendwie mal rumruckeln und neu anschließen und so. Fand ich auszuhalten. Nächster Spender. Das ist wirklich oft passiert, also hat man sich dann irgendwann dran gewöhnt. Ja. Ja, noch was zu sagen zu dieser Phase? Oder irgendwelche Fragen, die euch dazu gerade einfallen? Merkst du irgendwelche Erscheinungen, die du diesbezüglich, dass du durstig wirst oder dass du nicht durstig wirst, sondern auf die Toilette musst, weil du nicht so jung bist? Oder? Nö, das geht auch. Dann wird man abgestöpselt und macht das und kann wieder angestöpselt werden. Was passiert durch diese Zitronensäure ist, dass die Fingerspitzen so ganz bisschen kribbeln irgendwie. Oder das ist ein Zeichen dafür, dass ich glaube, zu viel davon beigefügt wird, dann regulieren sie das ein bisschen runter. Währenddessen hattest du noch diesen Grippe-Effekt? Oder? Das ging in dem Moment dann fast sofort weg, interessanterweise. Okay. Also vielleicht habe ich in dem Moment nicht so richtig darauf geachtet oder ich war so dann gewöhnt oder sowas, aber ich würde sagen, abends an dem Tag waren die Symptome komplett verschwunden. Tatsächlich, ja. Genau. Naja, und die Regelung in dem Fall ist auch so, dass man tatsächlich für 2 Tage in der Stadt bleibt, falls am ersten Tag nicht genug Stammzellen gewonnen werden können. Oder halt, falls man das andere Verfahren machen muss, wo sie einen dann operieren, quasi eine kleine OP machen. Genau. Das heißt, du hast dir Dresden angeguckt. Genau, das ist richtig. Ich durfte meine Partnerin mitnehmen zum damaligen Zeitpunkt und genau, den folgenden Tag. Kann man in Dresden irgendwie ein bisschen rumlaufen und wartet dann quasi auf einen Anruf, der einem bestätigt, dass tatsächlich alles geklappt hat und dass man entlassen ist sozusagen. Genau. Genau, das passierte dann auch am nächsten Tag. Und da wurde mir mitgeteilt, so quasi ASL vom Patienten. Ne? Das ist eine 63-jährige Frau, die in Deutschland wohnhaft war. So. Mehr erfährt man auch tatsächlich nicht. Das ist in beide Richtungen anonym gehalten. Hauptsächlich, glaube ich, damit man da nicht so ein emotionales Attachment entwickelt, irgendwie der anderen Person gegenüber. Und da irgendwie zu große Schuldgefühle empfindet oder sowas, wenn es nicht klappt. Ne, was sie mir auch gesagt haben zu dem Zeitpunkt ist, dass die Erfolgschance einer langfristigen Heilung zwischen 40% und 70% liegt. Ja, das ist nicht richtig doll so. Ja, aber das ist die Statistik. Ist mehr als 0. Genau. Ja. Genau. Okay. Im Nachhinein kriegst du aber kein Feedback mehr, dass gesagt wird, es hat jetzt nach 5 Jahren immer noch funktioniert. Oder? Doch ein bisschen. Da kommen noch ein paar Sachen. Ich hätte das dazu. Genau. Das ist noch eine Phase. Naja, also tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt habe ich irgendwie überhaupt nichts erfahren von der Patientin. Also nicht mehr als diese 3 Daten. Dann gab es nochmal eine Aktion, dass statt Stammzellen das gleiche nochmal durchgeführt wurde für weiße Blutkörperchen quasi. Zu dem Zeitpunkt war mir nicht klar, was so der Status der Patientin war. Ne? Und irgendwie, ich habe mir das so vorgestellt irgendwie, dass, also offenbar lebte sie noch. Und das war dann vielleicht der Versuch, irgendwie durch eine Spende von weißen Blutkörperchen nochmal aufgekommene Krankheiten zu bekämpfen oder sowas, weil sie zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht genug selbst entwickelt hatte. Das heißt, da ist im Grunde das gleiche nochmal passiert, ohne diese Hormonspritzen allerdings. Ich bin einfach hingefahren wieder über 2 Tage, der gleiche Prozess nochmal durchgemacht und da haben sie halt statt Stammzellen weiße Blutkörperchen aus meinem Blut geholt und gesammelt, um mir das zu geben. Genau. Das hat länger gedauert, das waren über 5 Stunden irgendwie, ja, mehr Filme und so, das war okay. Also sowas auszuhalten fiel mir in diesem Fall, auch diese Grippesymptome, ne? Das fiel mir wirklich leicht auszuhalten, weil ich ja wusste, wofür ich das mache, irgendwie, also, ja, genau. Zu dieser Aktion habe ich jetzt gar nicht auch mehr, was ich erzählen könnte, weil das wirklich quasi nochmal das Gleiche war. Ich habe
einen Begleitbrief gekriegt hierbei, der mir dann gegeben wurde, als ich in Dresden war, wo drin stand, irgendwie die Stammzellen wären dann ja bei der Patientin angewachsen oder sowas. Und das hat mich natürlich gefreut, das zu wissen. Genau. Und offenbar ist das etwas, was sie nicht immer machen, sondern was sie mal ausprobiert haben, irgendwie im Rahmen einer Studie, was passiert, wenn man das macht. So, ob das positive Effekte hat oder so. Die weißen Blöcke. Genau, ja. Genau, gut. Und genau, das ist tatsächlich ein Brief, den ich bekommen habe. Ich habe auch selber hingeschrieben. Also man kann über die DKMS kommunizieren, allerdings wird das von denen gelesen quasi und zensiert, wenn da zu viele persönliche Sachen drin sind. So. Also man kann irgendwie allgemeine Sachen schreiben. Ich habe ein bisschen beschrieben, wie irgendwie mir das während der Spende ging und so. Und genau, dann gab es quasi Weihnachtspost mal Ende 2015, genau, ein Jahr später, wo mir die Töchter geschrieben haben im Wesentlichen. Und schrieben, dass, tja, das tatsächlich gut angenommen worden wäre bei ihrer Mutter und sie jetzt wieder ein fast normales Leben führen würde. Ein normales Leben führen würde. Und das freut mich natürlich unglaublich, dass das geklappt hat, ja. Genau. Und 2 Jahre nach Spendezeitpunkt, glaube ich, wird dann diese Anonymitätsphase auch aufgehoben. Also da geht man wahrscheinlich davon aus, wenn nach 2 Jahren die Patientin noch lebt und es ihr gut geht irgendwie, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann nochmal Rückfall gibt oder so, ist nicht so hoch. Und ab dann kann man quasi die Kontaktdaten erfragen irgendwie über die DKMS und dann sich kennenlernen, wenn man das will. Ich habe das bisher nicht gemacht. Ich würde auch irgendwie bei ihr nicht so einen Erwartungsdruck erzeugen oder sowas. Ich weiß nicht, ob ihr das recht wäre überhaupt. Genau, was wäre möglich. Ja. Leiten die das denn durch, wenn nur eine Seite anfragt? Oder matchen die erst, wenn beide Seiten angefragt haben? Tindermäßig. Tja. Gute Frage, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja, weiß nicht, die KMS schickt einem dann irgendwie zum Geburtstag als Dankeschön nochmal einen großen Präsentkorb oder sowas, wenn man das durchgemacht hat. An den hast du nicht fotografiert. Ich habe, ich glaube, ich habe ein Foto davon, aber ich habe es nicht eingebaut. Ja, genau, man kriegt irgendwie Bücher mit Erfahrungsberichten von anderen Leuten, die das gemacht haben und so. Ja, genau. ich würde euch eigentlich bitten, eigentlich auf die Seite zu gehen und euch diese Kits zu bestellen. Ja, ich finde, irgendwie, das ist fast eine moralische Verantwortung, die wir haben. Wenn es euch möglich ist, in dieser Datenbank zu sein, dort zu sein. Weil die Chance, dass passende Spender gefunden werden, so unglaublich niedrig ist. Ich glaube, 30%, also nur 30% der Leute, die Leukämie entwickeln, finden einen passenden Spender tatsächlich. Und das klingt nach einem Problem, was wirklich lösbar ist, wenn genug Leute in diesen Datenbanken sind. Ja. Weißt du, wie lange solche Kits haltbar sind? Oder was der Kostenaufwand für so ein Kit ist? Kann man die sich auf Halde legen im Verein? Also, das Bestellen an sich kostet nichts. Aber das Typisieren kostet, glaube ich, irgendwie so um die 50 Euro. Wir bitten dann immer quasi um die passende Spende dazu, weil es sonst zu teuer wird, das Typisieren an sich. Genau, aber die, ich glaube, der Materialaufwand der Kits ist niedrig. Genau. Tatsächlich könnten wir das so machen, dass ich die mal anschreibe und sage, irgendwie hier, ich nehme mal 50 oder sowas und lege die hier hin. Ich glaube, das machen die. Ja, oder anders gefragt, gibt es irgendwelche Städte, die das auch vorhalten für ihre Bürger? Oder ist die also wirklich überall? Du hast quasi, wann immer ein betroffener Patient ein bisschen Community um sich rum hat, machen die eine Aktion und rufen auf zu einer Typisierung. Das heißt, wenn du in den Medien ein bisschen die Augen offen hältst, da wird sicherlich alle 2-3 Monate in dem Umkreis, den man mal eben fahren kann, irgendwo eine Typisierungsaktion sein. Die bauen dann Stände auf, auch teilweise in Fußgängerzonen oder sowas, wo man irgendwie sowas mitnehmen kann. Aber tatsächlich das zu bestellen, also das dauert halt irgendwie 2 Tage, dann ist das bei dir, ne? Irgendwie ist auch gar kein großer Anlass, irgendwie die auf Halde zu legen, eigentlich. Frag deinen Hausarzt oder Krankenhaus. Ich denke jetzt nicht unbedingt an mich, sondern eben, wenn das tatsächlich ein Problem ist, dass Leute sich nicht typisieren lassen, weil sie nicht damit kontaktiert werden, oder dann, sei es mal sagen, ich bin dann doch zu faul, es zu bestellen, dann ist es ja einfacher, wenn es irgendwo rumliegen würde, bei jedem Hausarzt. Und das, die haben die Schedule, was steht hinter jedem Hausarzt. Ja, Hausarzt kannst du einfach hingehen und die machen das auch. Ja. Das ist vielleicht nicht so im Bewusstsein von denen.
Ja. Jetzt schon. Genau. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Der Link geht noch nicht, aber da pushe ich das nachher durch. Habt ihr sonst noch Fragen irgendwie gerade? Ja. Hattest du nach der Typisierung direkt dann quasi die Einladung, dahin zu kommen oder das zu machen? Also ich hatte das Mal, dass ich nach der Typisierung dann nochmal das hatte, dass ich eine Blutentnahme hatte. Ja. Und so danach, genau. Also das war dann, wurde mir dann auch zugeschickt, dann bin ich dann doch lieber zum Arzt gegangen, aber... Ja. Ich glaube, du erzählte das auch mal, dass ihm das auch passiert wäre. Genau, das ist dann so wahrscheinlich der Fall, wenn es eine Teilübereinstimmung gibt oder sowas, dann schreiben sie halt mal ein paar potenzielle Spender an und machen dann diese, das war dann auch so eine Bestätigungstypisierung wahrscheinlich nochmal, ne? Irgendwie, wo sie genauer gucken anhand einer Blutprobe. Genau, und in dem Fall gab es dann vielleicht einen Spender, der passendere Gewebemerkmale hatte quasi. Das ist da nicht weitergegangen. Aber da hast du dann nie Feedback gehört nochmal danach, oder? Nö. Okay. Ja. Ja. Waren die Hormone gut? Die sorgen dafür, dass die Stammzellen, die eigentlich in den Knochen drin sind, ne, im Knochenmark, ins Blut kommen. Ah. Damit man dann das Blut filtern kann und die rausholen. Genau. Ja. Weitere Fragen? Zwei, drei, ja. Oft kommt die Frage, warum man nicht irgendwie Zwillinge oder Geschwister oder so nimmt. Soweit ich das mitbekommen habe, ist wohl der Grund, dass die Merkmale zu ähnlich sind. Ja. Man möchte eigentlich, dass sozusagen das gespendete Immunsystem dann die potenziellen Reste, die von der Chemotherapie, von dem anderen Immunsystem noch übrig sind, als fremd erkennt und dort dann vernichtet, weil das sozusagen dann halt noch Krebszellen sind, die man vernichten. Wo du das sagst, erinnere ich mich, das auch gehört zu haben, tatsächlich, genau. Und aber auch, dass sie tatsächlich erst im Familienkreis quasi gucken, ob sie da einen Spender finden. Und die sich halt alle typisieren lassen. Und vielleicht gibt es dann nicht, also nicht total Nahverwandte, sondern irgendwie in der weiteren Familie oder sowas einen passenden Spender, genau, wie du sagst, die dann, wo das ein bisschen abweicht dann, ja. Mhm. Gut, sieht nicht so aus, als gäbe es noch Fragen.